Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World. Ein sehr heißer Sommer begrüßt Sie in San Francisco, übernehmen Sie den Zug vom vorherigen Lokführer. Jo, das mach mal. Schauen wir, was uns auf diese Fahrt so erwarten wird. Die Lok ist eine sehr interessante. Ihr werdet es gleich sehen. Kleines Ungetüm. Ja, ich kann nicht schneller laufen, schade. Und da fährt auch gerade schon ein Zug ein. Moin, moin. Ja, das ist unsere Lok für heute. Absolut gigantisch, das Teil. Mein Geschmack ein bisschen zu groß. Südli. Dann machen wir die Lok hier bereit. So. Einmal einschalten, einschalten, einschalten. Sehr gut. Auf Fahrgas einstellen. Richtungswender rein, vorwärts und dann die Tür auf. Sehr gut. Ne, aber schaut euch mal den Platz an, den wir hier drin haben. Es ist einfach gigantisch. Und also die Sicht noch nach draußen erinnert mich mehr an ein Flugzeug. Das ist ja ein bisschen oversize. Bisschen am Quietschen hier. Was kann man eigentlich hier so Schönes machen? Ich hab eh nicht sehr viel, oder? Da geht's nicht durch. Oh, aber wir können mit Sicherung rumspielen. Was haben wir denn hier? Alarmsteuerung. Und Gerät. Aber ist gut, wenn sie an ist. Alarmsteuerung lasse ich mal aus. Oder Steuerung hier. Ah, lieber nichts anfassen, sonst geht wieder was nicht. So. Schau mal aus. Mit dem Licht. Kurz durchschalten. Okay, das wäre voll. Brauchen wir nicht. Türen verriegeln. Und dann geht's auch schon los. Okay, cool. So, bremsen. Und schmeiß. Mit unglaublichen 8 Stundenkilometern Ausfahrt hier in San Francisco. Ansonsten Spielzeug, Sonder. Ansteuer, vordere Wagen, Leselicht. Okay. Ja, überschaubar. Sidley, wir sollen über Bayshore fahren. Gehen hier mal wieder auf Neutral. Wenn das Ding einfach so riesig ist, sind die Steuerelemente eigentlich recht wenig. Gut, auf dem Display hat man normalerweise was, aber leider aus. Kann ich aufstehen, ohne dass du mir eine Notbremse gibst? Ja, kann ich. Was haben wir hier? Notbremse. Auch hier nochmal ein Leselicht. Toilette da hinten. Wieso kann man eigentlich da nie reingehen? Ich würde es so gerne mal sehen. Boah, für so eine große Stadt ist der Bahnhof eigentlich verhältnismäßig klein. Wobei, er wird vermutlich nicht der einzige sein. So, ich will hier mal Gas geben. 340 Fuß. 25 Meilen dann endlich. Es war ja da die Tür, wo der Maschinenraum kann. Ah ja, da hinten. Muss man das mal kurz hier geben. Ja, kann es eigentlich innen drin komplett durchgehen. Ah. Mal anschauen, wie das mit den Scheibenwische aussieht. Ja, geht nur eine Seite über den Hotkey. Aber trotzdem, das ist wie ein Flugzeug.
Okay, 40 dann. Nice. Wir kriegen Geschwindigkeit. Langsam aber doch. Jö, das geben. Ah, wobei, ich mache das lieber mit Ray Driver, sonst setzt es sich wieder zurück. So, hier wieder aus. Dankeschön. Also romantisch sieht es hier noch nicht so aus. Ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen. So, gehen wir mal mein Maximum Schmackes. Boah, viel Platz ist da aber nicht mehr. Muss mal aufpassen, wenn man den Kopf hier raus tut. Oh, das war der nächste Bordübergang. Immerhin beschrankt, wobei in Amerika heißt das nichts. Ja, teilweise bei uns auch nicht. Ich verstehe echt nicht, wie die Leute es manchmal schaffen. Was heißt manchmal? Ziemlich oft schaffen, auf dem Bahnübergang stehen zu bleiben. Einfach durch die Schranke fahren, wenn man festhängt. Nee, Instrumentenlicht. Yes, haben wir. Über 70. Gut, Vollgas. Naja, ist für mich heute meine letzte Fahrt. Denn heute ist Sonntag bei mir. Und auch noch Fahrtag. Also dann 4 Stunden Stellwerken, mindestens. Bin schon gespannt, wie es wird. Moin, Kollege. Beschleunigung ist ein bisschen überschaubar, aber ich glaube, die Wagen da hinten wiegen auch ein bisschen was. Oh, da kommt's gelb. Oh, geil! Okay. Interessant, was die Busse da hinten machen. Ah ja, Train Sim World. Immer wieder ein Abenteuer. Ja, also das ist nicht Eisenbahnromantik hier. Die Mülldeponien hier vorbei. Bloß raus hier aus San Francisco. Da blinkt's. 80. Aber ich glaube, wir können noch ein bisschen heizen. Vielleicht gehen wir mal auf Stufe 2. Fernlicht. Oh ja. So, machen wir das mal wieder aus. Ups, Entschuldigung. Ja, sogar ein kleiner Industrieanschluss hier. Mich so früh jetzt schon warnt. Gib mich, da war jetzt gerade der Schild für 65. Und dann müssen wir uns jetzt eigentlich nicht stressen mit langsamer werden. Keine Panik, die zentrale Energieversorgung ist. Was? Okay. Alles klar. Ja gut. So, jetzt habe ich das mit dem Geschwindigkeitslimit natürlich ein bisschen übersehen. Ich bin so ein Held.
lokale Energieversorgung ist ausgefallen. Zugbegleiter hat die Fahrgäste darüber informiert, dass der Zug eben Milbre... Warum? Okay. Ja gut, dann gehen wir nochmal Schmackes. Da geht jetzt hier drin das Licht. Ja, das geht noch. Und im... Moment, mal ganz kurz reingucken hier. Also ich weiß nicht. Für mich ist das Licht an. Naja, was soll's. Ach, wobei, warte mal. Wenn natürlich die Stromversorgung ausgefallen ist, heißt das ja auch, dass die Klima ausgefallen ist. Gut, manche Bahnunternehmen würde es jetzt nicht davon abhalten, doch noch stundenlang damit zu fahren, damit es so richtig schön heiß wird. Dann bleiben wir halt stehen. Da bin ich echt froh, dass ich da nicht mehr so viel mit dem Zug pendeln muss. Also gerade in der S-Bahn im Sommer, vor allem die alte Zürcher S-Bahn, es ist so oft, dass die Wagen einfach nicht kühl sind. Und dann bist du da in einem vollen Wagen drin und schwitzt dir einen ab. Da brauchst du nicht mehr in die, die Sauna gehen. Da kannst du nicht mal das Fenster aufmachen. Weil das die neuen alle nicht mehr haben. Okay, shit, ich bin zu schnell. Sorry. Aber man hat die alten Einheitswagen nur schön. Und eigentlich alles alte, wo man Fenster aufmachen kann. Meilen 65, ja, da brauche ich nicht mal beschleunigen. Also ich habe jetzt tatsächlich den Radar mal neu kalibriert, aber er kommt dann trotzdem immer wieder mit so Impulsen, so wie jetzt gerade, wo er irgendwas machen will. Da jemals eine neue Revision von denen rauskommen wird. Die könnten so gut Geld damit machen. Beziehungsweise so ein Interface, analog wie bei Honeycomb, wäre irgendwie geil. Also Honeycomb hat ja diesen Quadrant fürs Flugzeug und den kannst du ja umstecken, so wie du es halt irgendwie brauchst oder wie es halt zum Flugzeug passt. Und sowas ähnliches dann für Züge, dass du da irgendwie deine Controls selber zusammenstecken kannst, je nachdem was du für einen Zug fährst, also zum Beispiel Kombihebel, kein Kombihebel, solche Sachen, oder je nach Style, oder das glaube ich macht TS Controller schon, dass du unterschiedliche Hebel hast, wo du reinstellen kannst, wie viele Notches die haben, also Einraststufen. Irgendwann mal in der Zukunft. Ist da gerade noch ein Auto drüber gefahren? Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Södele, in 3 Meilen anhalten. Langsam wird es auch mit der Landschaft interessanter. Ab in die Wüste rein.
Vororte von San Francisco. Oh, das ist eigentlich auch ein geiles Foto. Nein! Ach man. Dann halt kein Bild. Südlehm, anhalten angesagt. Aber können wir nicht irgendwie versuchen, das System nochmal durchzustarten? AEG-Prinzip, ausschalten, einschalten geht. So, da hinten, vermutlich nach der Kurve wird es dann sein. Ja, dann lassen wir uns mal rollen. Was ist eigentlich das da oben? Ach, das sind auch Gleise. Okay. Haben wir da einen Flughafen in der Nähe? Also ja klar, es ist ein Flughafen, aber... Ist er das vielleicht da hinten gerade schon? Sieht noch ein bisschen schräg aus von der Ausgestaltung. Ganz schön hier mit den Vororten. So, da vorne anhalten. Nein, anfängliche Reduktion bitte. Bisschen viel bremsen bitte. Shit, da habe ich mich jetzt ein bisschen verkalkuliert. Ah, bitte, bitte, bitte. Ah, scheiße. Bleib stehen, bitte, danke. Okay, er hat es trotzdem noch genommen. Jetzt die Türen fertig. Ich glaube, da drücken wir jetzt nochmal nach hinten. Ui. ja, nicht so gut gelaufen. Ui, das gibt Abzug. Hoffentlich hat der Fahrer das leider nicht gesehen. So, bremsen. Was nehmen wir draus für bremsen? Sehr gut. Die sind offen. Aber ist jetzt eh unser letzter Halt, so wie ich jetzt das mitbekommen habe. Da kommen aber einige Leute. Wenn nur alle nicht mitfahren. Jo, die kommen alle da runter. Wo bist du eigentlich du hin, Kollege? Alles klar. Wolltest du vermutlich nochmal die Lok anschauen. Und da hinten wieder mega Gewusel. Ich glaube, die kommt da mal wieder nicht zurecht da hinten. Ach ja. So, Tür verriegeln. Mach mal. Tür zu.
Na, Regeln? Hallo? Okay, wenn die Vergaster sich aus dem Zug sehen, konzentriert sie sich darauf, die zentrale Energieversorgung wieder einzuschalten. Ja, geht doch. Ja, das können wir nicht machen, wenn die Leute drin sind. So, wie genau mache ich das? Achso, da oben. ZTV angedrückt. Es sieht so aus, als ob der Motor überhitzt und komplett ausgefallen ist. Dieser Zug muss aus dem Betrieb genommen und diagnostiziert werden. Unser nächstgelegener Inspektionskreis liegt in San Francisco. Wir fahren jetzt also wieder zurück, oder was? Okay. So, kann ich den rausnehmen? Gut, dann machen wir das hier alles wieder aus. Oh, ach nee. Mann. Jetzt fahren wir wirklich wieder zurück. In San Francisco wäre wirklich das nächste. Das zeigen wir nicht so nach Werkstatt aus. Oh, kann man die Türen zumachen, bitte? Dann machen wir das halt so. Okay, dann fahren wir halt mit dem Steuerwagen. Entschuldigung, da musste ich mal ganz kurz husten. Sudli. Hello. Boah, da wäre ich als Fahrgast aber schon ein bisschen angepisst. Wenn ich da eigentlich wegfahren wollte, und dann fahre ich genau eine Station. Okay, das ist irgendwie cool. So. Sudli. Dann hätten wir da unser Private-Abteil. Nice. So. Einschalten. 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 Richtung sein. Drauf gelöst. Einmal einstecken. Sudeli. Lösen bitte. Hä? Hab ich doch. Also, vorwärts. Absperrventil innen abgesperrt. Hätte ich gesagt innen. So, was fehlt jetzt noch? Was willst du jetzt von mir noch? Ich habe doch jetzt alles gemacht. Stellen Sie richtig oder vorwärts, automatische Bremse auf lösen und erhöhen Sie die Leistung. Ja dann, bitteschön. Ah, jetzt fahren wir halt wirklich auf die Nebengleise zurück. Ach so. Lichter einschalten. Wie ist denn jetzt hinten? Ja, hinten ist natürlich nicht. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Die werden doch bestimmt irgendwo Gleiswechsel machen. Vermutlich gerade in dem Area da hinten, wo es 65 gehabt hat. Okay, da kann man auch ein bisschen rumspielen hier. So, komm, Maximum Geschmack ist. Oh, das machen wir an. Das brauchen wir nicht. Schalte ich mal ein, weil es nett ist. Und Heizung brauchen wir auch nicht. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich da hinten die Schlusslichter nicht angemacht habe. Ah, da ist vermutlich der Wechsel. Jö, ich hab recht.
Na gut. Jetzt sind wir es mal in beide Richtungen gefahren. Wieso pfeift es denn hier drin so? Okay, das Pfeifen ist ein bisschen nervig. Hat man das eigentlich auch hier drin? Jo. Okay, ich glaube, ich sollte aber da drin bleiben. Sonst passieren wieder nur Unfälle. Ich glaube, da hätte ich auch ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn einfach mal der Lokführer aufsteht und mein Wagen nach hinten geht. Oh, da gibt es auf YouTube dieses eine Fake-Video. Ich glaube, das war ein Führerstand von irgendeiner S-Bahn. Und das war so ein Führerstand, wo du halt von Passagiersicht halt reinschauen konntest. Und da war ein Zettel dran mit: Ich bin mal ganz kurz auf dem Klo. Und der Titel des Videos war: Der Zug fährt irgendwie 5 Minuten ohne Lokführer. Und derjenige hat das natürlich im hinteren Führerstand aufgenommen und dann das Video in der falschen Richtung abgespielt, damit es aussieht, das würde man geradeaus fahren. Das ist einfach nur dumm. Achso, scheiße. Ich muss langsamer werden. Ah, das passt schon. Jetzt kann ich eigentlich nochmal ein Foto machen. Jo, Foto bitte. Nice. Ja, okay. Sind jetzt sehr weit gekommen. Maximum Schmackes. Ja, also ich hätte, glaube ich, schon irgendwas gemacht gegen dieses Pfeifen hier. Wirklich geschaut, wo sie kommt her und jetzt irgendwie zugestopft, wenn es geht. Oder Kopfhörer aufsetzen mit Noise Canceln. Weil das darfst du vermutlich gar nicht machen. Jetzt auch noch ein paar Absteckgleise. Oh, ja, okay, da stehen aber wieder Wagen. So, einmal Leerlauf. Kann ich denn einfach noch mal gucken? Das geht. Aber mich jetzt eigentlich mehr interessiert, ob da akustisch ein bisschen mehr passiert, wenn die Tür offen ist. So, Stufe 2. Interesting. Aber eigentlich nur praktisch, dass es das auf der Seite hat. Ist eher selten. Kann ich mal kurz aufstehen? Ich glaube schon.
Was haben wir eigentlich hier für ein Panel? Und was ist das hier? Off, on, doors, open, door, status. Okay, das ist mehr so Info-Display. Okay. Bisschen schneller darf es noch sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Renderdistanz ist oder Uptake Games, aber in der Distanz sieht es ein bisschen lieblos detailliert aus. Naja. Gut, andererseits ist da vermutlich auch nicht sehr viel los, so wie das hier aussieht. So, davor müssen, glaube ich, die Tunnel gerade wieder auftauchen. Boah, die Signale sind aber irgendwie niedlich. Könnte man sich fast schon ins Wohnzimmer reinstellen. Jo. Hier geht's dann los. Glaube ich. Ob es mir Sinn macht, auf 80 hoch zu gehen? Nee. Wenn er gleich 75 kommt, also müssen wir sogar noch ein bisschen mehr raufgehen. Ja. Was so ein großer Unterschied ist, mit Fernlicht gar nicht. Ein bisschen intensiver. Ladies and Gentlemen, wir kommen gleich wieder in San Francisco an. Vielen lieben Dank für die Rundfahrt. Entschuldigen Sie die technische Störung. Eigentlich hätte ich mehr Bock auf so einer kompletten Strecke mal Kontrolleur machen. Wenn sie das mal einbinden würden. Das wäre so eine geile Abwechslung, aber die einzige Implementierung, die sie bis Stand heute gemacht haben, war halt leider etwas traurig. Ja, gehen wir noch ein bisschen Leistung. Aber ich frage mich jetzt, auf welches Abstellgleis wir da kommen. Wenn es das gewesen ist, was ich bei der Ausfahrt gesehen habe, dann müsste man ja eigentlich rangieren. Oder es gab auf der rechten Seite noch ein paar Gleise. Da habe ich nicht so genau hingesehen. Oh, das habe ich vorher auch nicht bemerkt. Ich habe eine zweite Röhre mal. So, wir müssen nach 40 runter. Da sollten wir jetzt vielleicht schon mal bremsen. So, du kannst wieder auf normal 0 gehen, bitte. Dankeschön.
Gut, das läuft. Ah, stimmt ja. 40, 25, 8. War sie da hinten. Und halt erworden. Wir fahren eins nach rechts. Alles klar. Gut, einmal lösen. Ja, okay, bis aussieht, wird das Gleis ganz rechts. 1400 Fuß, San Francisco Nebengleise. Oh, da war das mit den 5 Meilen. Ich hab mich dann gefragt, wann es kommt. Weil ich wollte gerade sagen, warum kann ich da 25 fahren, wenn ich auf den anderen nur 8 fahren durfte? Ja, sorry. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Naja. Hat keiner gesehen. Moment mal. Das Gleis hört da vorne auf, oder? Ja, okay, tut's. Also ich weiß nicht, diese Brückenpfeiler sind schon unglaublich eng. Bisschen knapp da an dem Zug dran. Ich weiß ja nicht. So, dann hätten wir das geschafft. Ein bisschen bremsen hier. Südri. Dann machen wir schon mal Licht aus hier. So, aus, aus, aus. Ernsthaft? Du bist jetzt wirklich, dass ich... Oh, Mann. Warum muss das so genau sein? Really? Oh, Mann. Oh, Spiel. Ja, komm. Dann drück noch mal einen halben Meter. Hallo? Ah, jetzt. So, ist jetzt gut genug? Ja, jetzt ist gut genug. Okay. Zu drehen. Absperrventil abgesperrt. Du bitte neutral. So, kann ich dich... Nein, ich will dich rausnehmen. Hallo? Neutrale Position, glaube ich, war hier. So. Okay, jetzt habe ich ihn. Habe ich sonst... Es ist schon auf abgesperrt. Gut, das war ein unglückliches Ereignis. Der Mechaniker werden sich um die ZTV-Problematik dieses Zugs kümmern. Ja, will ich mal hoffen. Dann viel Spaß. Motor läuft hinten noch. Wir gehen mal hier raus. Ja. Tür zu. Moment mal, die Nummerbeleuchtung ist noch an. Die. Hallo, komm ich da hoch? Ach, was soll's. Lass mal die mal an. So, dann, wo ist das Office? Ach, da hinten. Lass mich raten, da im Container drin? Ja, das war der Container. Ja, jetzt nicht die längste Fahrt, aber hat doch irgendwie Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch eine gute weitere Fahrt. Ciao!
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.